What's up, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit 3 Dollar. I need a dollar is what I need, auf der Karte Lake Will mit der Su-122-44, dem russischen 7er Panzer. Ja, wunderschönes Ding, ich übernehme mal eben die Kamera hier. Wunderschönes Ding. Recht gute Frontpanzerung, gut angewinkelt, also da kann auch das eine oder andere mal dran abprallen. Sollte man allerdings nicht übertreiben. Aber als Top-Tier kann man sich durchaus mal was drauf einbilden. Während der Streetswagen und hier auch der M4, ja, auf einer mörderischen Mission sind, so schnell wie möglich in die Stadt reinzukommen. Was völlig sinnfrei ist. Denn beide sind jetzt tot. Und das fängt ja schon mal ganz gut an. Für das gegnerische Team zumindest. Die haben immerhin 12 T verloren. Aber naja. Zwei zum Preis von einem ist nicht unbedingt das, was ich erwarten würde von einem Team. Beziehungsweise 1:3. Denn der 30-1H, der hat sich auch mal eben verabschiedet. Hallo, lieber Chinu Kai. Übrigens, die Kanone hier macht bösen Schaden. Da kommt er nicht durch. Bereits hinter einer Mauer hat er sich jetzt versteckt. Beziehungsweise hinter einer Häuserwand, die nicht zerstörbar ist. Recht clever gemacht da von ihm. Erst die erste Kugel zu fressen und sich dann zu verziehen. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Er ist ja relativ alleine. Man sieht es also, die meisten seiner Freunde haben sich in das Valley verzogen. Beziehungsweise schon rausnehmen lassen. Also Basisverteidigung ist angesagt, obwohl die Basis natürlich eigentlich überhaupt gar nicht in der eigenen Startposition ist. KV-1, das sah aus, als wäre es eventuell ein Premium-Feuerlöscher gewesen und Goodnight Sweetheart, Chinu Kai hat auch das Schlachtfeld verlassen. Relativ ausgeglichen, mittlerweile wieder 3:4, kann man schon mal so machen. Nicht unbedingt das beste Ergebnis, aber naja, was soll's. Stellt sich hier schön hin, ganz gut. Arti könnte ihn eventuell noch treffen, aber er ist, denke ich mal, relativ sicher hier an der Stelle. Und eigentlich muss er nur warten, dass der Gegner angreift, um seine richtig dicke Kanone wirklich hier anbringen zu können. Das eigene Team rollt durchs Valley durch. Anscheinend haben die da drüben ziemlich guten Erfolg, zumindest etwas besser als hier auf der Seite, wie es aussieht. Allerdings sind sie noch sehr, sehr weit entfernt und der Gegner hat es anscheinend rausgefunden und greift jetzt von dem kleinen Pfad an der Klippe aus an, nimmt das Nashorn da raus. Sehr gut gemacht, der Type T-34 da, geht allerdings auch selber raus durch den Panzer 4H, der immer noch in einer recht guten Position steht, vor allen Dingen, um von der Mitte aus die eigene Basis zu verteidigen. Hallo Panzer 4H. Ist ja schön, dass du dabei bist bei der Party, aber es ist nicht unbedingt das, was man hier erwarten würde. Und gute Nacht, mein lieber Freund. Kanone kriegt er hier jetzt nicht ganz rum, repariert allerdings trotzdem die Kette, auch wenn sie gerade kurz davor war, wieder hochzukommen. Denn wenn er nicht gut zum Gegner steht, dann sieht man das hier schon durch die Seite, beziehungsweise wenn er zu stark angewinkelt ist, dann kommt der Gegner gerne mal durch. Und so hat er mal eben durch den UI und den einen Schuss von dem KV-1S müsste das gewesen sein, oder wahlweise KV-1, hat er schon mal die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Trotzdem sieht es immer noch gut aus. Es steht 8:7 und das eigene Team rollt jetzt so langsam durch die gegnerische Basis durch, nimmt sich der Arti an und versucht dann das Feld entsprechend von hinten aufzuräumen, was 3 Dollar hier oder 3 Dollar hier nur versuchen muss, ist im richtigen Zeitpunkt den Cap zurückzusetzen. Der KV-1 da hinten, der ist viel zu weit weg und der KV-1S hat gerade herausgefunden, dass auch wenn er angewinkelt, die Su da gerne mal durchkommt. Vor allen Dingen bei diesem extremen Winkel. Jetzt hat er natürlich das Problem, wenn der OI von da unten entsprechend böse trifft, dann kann das ganz, ganz schnell ganz, ganz schief gehen. Schöne gerade Fläche, wunderbar durchgekommen. Und jetzt fährt er da auf das dicke Biest drauf. Was in meinen Augen vielleicht ein kleiner Fehler ist. Aber es hat ihn hier nicht effektiv betroffen. Weil der OI so hoch ist, kann er runterschießen auf die Frontplatte. Und damit geht natürlich der besonders gute Winkel verloren, den er auf größere Distanz natürlich hat.
KV1, gar kein Problem, schön frontal, ja, da kann man durchkommen. Und während das alles passiert ist, während 3 Dollar hier ein bisschen aufgeräumt hat, wurde das eigene Team auch aufgeräumt von den beiden Steyr-Waffenträger. Wovon einer jetzt gerade durch die Mitte durchkommt und sich dem eigenen Type T-34 widmet. Was einerseits für den Steyr sehr, sehr schwierig sein könnte, andererseits aber auch für den Type, der nämlich auf einmal 2 Steyr-Waffenträger da vor sich hatte. Und da die beiden auch noch in einem Platoon sind, denke ich mal, die wissen genau, was sie da eigentlich tun. Gut am Fokussen hier, versucht zuerst denjenigen rauszunehmen, der am wenigsten Lebenspunkte hat. Leider kein Scherenfernrohr hier drauf, weswegen die Sichtweite von der Su natürlich absolut grottenschlecht ist, während die beiden Steyr-Waffenträger vermutlich eine relativ gute Crew drauf haben. Sie dürften ihn hier jetzt auch aufgemacht haben. Da kommt der erste Schuss rein, der natürlich nicht trifft. Sehr gut. Trifft dann entsprechend auch wieder. Kann es hier schaffen, abzuprallen, den Abpraller zu kassieren. Und wunderbar nimmt er da den gegnerischen Steyr raus. Jetzt heißt es 8 Minuten, fast 9 Minuten und er muss nur noch eine Hellcat rausnehmen. Die allerdings hat 5 Kills mittlerweile mit der M44 und hat noch sehr, sehr viel Leben und zwar nämlich komplett voll. Wenn diese richtig anstellt, kann es sehr, sehr fies werden. Wir haben hier 2 Spieler gegeneinander, die das Spiel so ziemlich gerockt haben. Muss man natürlich entsprechend aufpassen. Die Frage ist jetzt allerdings natürlich, wer kann wen überraschen? Die Hellcat war auf dem Weg zur eigenen Basis hin, was eventuell darauf hinweist, dass sie entweder über die Mitte drüber fährt oder durch das Valley, durch die Schlucht hindurch. Es kann aber auch sein, dass sie den 3 Dollar hier hinters Licht führen wollte und eigentlich durch die Stadt fährt. Wir werden es rausfinden in relativ kurzer Zeit. Denke ich. Ich weiß es nicht, ich habe das Replay noch nicht gesehen. Nimmt hier aber auch schön hinter dem Busch Platz, also wenn die Hellcat von der Seite auskommt, hat er die Chance, sie zuerst zu sehen. Wenn sie von dieser Seite hier kommt, sowieso, wenn sie von hinten kommt, hat er die Möglichkeit, immer noch vorwärts zu fahren. Die Su ist vorwärts halt immer noch relativ schnell. Und wenn die Hellcat dann nicht glücklich snappt, kann er da eventuell sogar noch rechtzeitig wegkommen. Die Frage ist nur, wer hat die größere Geduld, beziehungsweise wer von den beiden macht den ersten Fehler? Das ist die wichtige Frage hier an dieser Stelle. Ansonsten können wir uns ja mal ganz kurz die Kanonen hier angucken. Das sind einmal 390 Standardschaden mit einer Durchschlagskraft von 175 mm. Hier hätte den Baum umgefallen, ihr habt es ja gerade gesehen, kann man mal Führung einmal übernehmen. Das hätte durchaus die Position von ihm weggeben können. Ah, er dreht sich in die falsche Richtung und die Hellcat fährt an ihm vorbei. Das gibt ihr auf jeden Fall einen freien Schuss in die Seite von ihm rein. Jawohl, da ist er. Kann er sich schnell genug drehen? Nein, kann er nicht. Hätte sich in die andere Richtung gedreht, hätte die Hellcat abbremsen müssen, eventuell den Rückwärtsgang reinlegen müssen oder aber sogar den Schuss kassiert. Und er hat es wirklich gemacht, er hat 3 Dollar hier hinters Licht geführt. Durch den durchaus cleveren Move, einfach von der anderen Seite zu kommen. Und jetzt sind die beiden Proxy offen, innerhalb von 50 Meter Reichweite. Sollte kein Problem sein, hier für 3 Dollar vielleicht den ersten Schuss abzulegen. Jawohl, erster Schuss ging schon mal rein. Die Hellcat hat allerdings immer noch den Vorteil, beziehungsweise sind jetzt beide One-Shot, aber sie kann auf jeden Fall auch 3 Dollar mit einem Schuss rausnehmen. Sie versucht jetzt hier die Distanz entsprechend aufzumachen, damit sie nämlich zugeht und damit 3 Dollar nicht mehr weiß, von wo er denn kommt. Das ist das Problem mit der Su 122, da sie nämlich einfach keinen Turm hat. Von welcher Seite wird die Hellcat kommen? Wir werden es gleich rausfinden. Jeden Moment sollte er eigentlich hier um die Ecke kommen. Beziehungsweise da ist sie. Sie hat sich noch weiter zurückgezogen. Mit etwas Glück könnte die Hellcat sogar an der Front von der Su abprallen. Aber entsprechend muss es halt Glück sein.
Hackett versucht, durch das Haus durchzuschießen. Sehr, sehr gut reagiert er. Und es ist ein reines Katz-und-Maus-Spiel, was sich hier wirklich abzeichnet. Die beiden können sich jederzeit rausnehmen. Und sie wissen das auch. Wer zwinkert zuerst? Wenn ich nichts dagegen habe, übernehme ich nochmal ganz kurz die Kameraführung und zeige mal hier. Die Hackett macht denselben Trick noch einmal. Sie versucht, außerhalb der Proxy-Reichweite zu kommen, dann wahrscheinlich auf Geschwindigkeit zu kommen und entsprechend dann den ersten Schuss abzusetzen. Und das... Ja, das war's. War's für uns. Sorry. hat hier den Schuss rausgekriegt. Er hat seinen Panzer hier über diesen kleinen Stein, über diesen kleinen Stein rüber, den man hier sieht, ich habe aus Versehen wieder auf Play gedrückt, hat er den Panzer leicht nach oben gedrückt, wodurch die Unterwanne etwas besser zu sehen gewesen ist, weswegen die Hellcat vermutlich durchschlagen hat. Andererseits war der Winkel auch groß genug, dass er wahrscheinlich durch die Seite gekommen wäre. Schauen wir uns doch mal die passenden Endstats dazu an. Ja, am Ende war es das verlorene Spiel, aber trotzdem das Panzer ist den Großkaliber und natürlich den Krieger mit abgesahnt. Und rein von den Schadenspunkten her und von den Kills her hätte ich es eher dem 3-Dollar gewünscht als der gegnerischen Hellcat, die hier mit 1888 Schaden, 6 Kills, nicht unbedingt an das rangekommen ist, was unser lieber 3-Dollar hier an Schaden gemacht hat. Aber er hat die Kills geholt, er hat das Spiel für sein eigenes Team entschieden und wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, beide Teams waren am Ende mal nicht unbedingt die Besten, die da gegeneinander gestanden haben. 16 Schüsse abgegeben, 14 davon getroffen, 14 davon entsprechend auch durchgeschlagen, also die Durchschlagskraft von der Kanone hier reicht vollkommen aus, vor allen Dingen, wenn man Top-Tier ist, um die Gegner ordentlich einzuheizen und 72.000 Silber plus durch das Premium-Fahrzeug und den Premium-Account sind natürlich schon extrem aussagekräftig, was für Geld diese Maschine hier machen kann. Und wenn es ein Win gewesen wäre, also ein Sieg gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nochmal was extra gewesen. 2562 Erfahrungspunkte insgesamt für ein verlorenes Spiel. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr eine richtig geile Runde hattet, dann schickt sie mir einfach zu. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu VLTReplays.com klicken, euer Replay entsprechend hochladen und es mir an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Wahlweise könnt ihr auch über den Discord-Link unten in der Videobeschreibung mir das Ganze per PN zukommen lassen. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.